Ach, was für ein schöner Tag in Pandora. Ich brauche ein Sniper-Rifle-Gehäuse. Ach ja, hier liegt es ja. Ja, toll. Willkommen zurück zu Borderlands. Wir hätten einen Wolf gesucht, weil der Missionsticker da irgendwie hingezeigt hat und hier liegt das Ding. Naja, ist ja auch egal. Im letzten Part haben wir, wie gesagt, die Sniper-Rifle gesucht und, ja. Ich habe euch erklärt, warum ich jetzt so ein bisschen weiter overlevelt bin und in diesem Part werden wir weitermachen. Und zwar. Ah! Die beiden müssen wir jetzt auch töten. Mo und Marley töten. Wir werden erstmal den Minentorschlüssel finden. Genau. Und der ist da oben drin. Und dann werden wir uns aufmachen zu Mo und Marley, die beiden Riesenskeks. Ja, die habe ich auch schon gesehen. Und die finde ich gar nicht lustig. Da ist es Sledge Safe House. Warning. Was ist Warning? You are approaching. Equipment Zone, dangerous. Ja gut, da approachen wir uns dann. Wir nehmen uns erstmal die Munition, die hier noch jetzt bereit liegt für uns. Ja gut, mehr haben wir da nicht. Ich hätte vielleicht ein bisschen SMG-Munition gebraucht und es leckt gerade ein bisschen. Was soll denn das? Vielleicht aktualisiert. Oh, hier sind Waffen. Plünderer. Und ich habe eine neue Herausforderung freigeschaltet. Toll, super. Herausforderung bestanden, ja. So, mal gucken, was es hier so für Waffen gibt. Oh, Revolver. Das ist ja der einzig gute Revolver. Aber die sind alle irgendwie scheiße. Mehr zwei Granaten. Ja, nee, da will ich nichts von. Ich hab alles. Ich brauche nix. Dann gehen wir jetzt mal zu Sledge Safe House. Rein da. Sledge Safe House. Wenn du Bursting explodieren sie und fügen der näheren Umgebung Schaden zu. Sollte mich das für die nächste Area eventuell informieren? Man weiß es nicht. Außenposten gefunden. Supi. Supidu. Was ist das? Kann ich hier machen? Ach so, genau. Okay. Hier ist ein Außenposten. Mal gucken, was die Karte sagt. Oh, ist ja ein Riesending. Na gut. Gehen wir mal rein. Mal gucken, was uns erwartet. Ich mal eben hier auf. Nicht die Sniper. Die ist in diesem Moment hier völlig nutzlos. Aha, und hier sind auch jetzt wieder Leute auf meinem Level. Leider viel zu sehr. Wow. Also hier kriegt man gut auf die Fresse. Möchte ich sagen. Okay. Einen haben wir ausgeschaltet. Den anderen knallharten Räuber kriegen wir wohl auch noch hin. Da. So. Au. Au, au, au. So. Hoppe. Alter, ey. Was bist du denn drauf, Firma? Wow. Okay, jetzt wird's interessant. Ja, der steht jetzt auch wieder so, dass. Oh, wie ich das hasse! Oh, gut, doch noch erwischt. Sehr schön. Ja, wenn die sich genau so hinstellen, dass man die gerade so eben nicht kriegen kann. Ach so, hier gibt's ein Leben. Das wusste ich nicht. Brauche ich nicht. Hab ein super geiles Schild, nämlich ein violettes. Hier gibt's ein bisschen Munition. Oh, was ist das? Transfusion. Und Granaten. Passt nicht. Den Feind Gesundheit und heilen dich. Ey, das ist eigentlich gar nicht schlecht. So, aber wir nehmen erstmal ein bisschen Combat Rifle Munition mit. Ja, ich möchte das kaufen. Ich möchte alles kaufen. Und ein bisschen SMG Munition. Okay. Können wir hiervon noch ein bisschen was mitnehmen? Okay. Alles klar. Sehr schön. Dann werden wir uns hier nochmal kurz heilen. Eine kleinere Medi-Ampulle. Ja, die will ich haben. Kleineres Medikit. Ne, Moment. Ein leichtes. Abbrechen. Stellt 100, stellt 60. 40, 2. Ey, die ist ja viel besser. Was mache ich denn? Kleineres Medikit. Paar davon. Und nochmal eine leichtere Mediampulle, dass wir ein bisschen HP zurückkriegen. Okay. So, ich denke, wir sind gewappnet für die verschiedenen Prüfungen, die jetzt hier auf uns warten. Die brauche ich nicht. Hier ist auch Müll. Hier ist ein bisschen Geld. Gut. Um uns ein bisschen zu finanzieren. Kommen wir über rein? Ach so, nein. Ist abgeschlossen. Boah, es gibt Schlüssel auf Pandora. Super. So. Hier gibt es auch nix. Hier sind die Leichen unserer getöteten Feinde. Ah, man wird hier ja echt paranoid. Ist ja echt eng hier, ne? Wow. Wow. Okay, hier sind Fässer hochgegangen. Ja, das ist sehr uncool gerade. Das ist wirklich sehr uncool. Nehmen wir ein kleines Medikit. Noch mehr. Wenn der Psychopath.
Okay, der ist weg. Gut. Wir regenerieren immer noch Gesundheit vom Meditech. Wow. Okay, der ist aber wirklich einer der härtesten Sorte. Er ist wirklich knallhart, der Typ. Und hat auch ein paar Schockwaffen. Aber mein Schild hat erhöhte Schockresistenz. Und insofern... Wow, wow, der kommt nach. Der kommt hier hin. Jetzt muss ich mein Schild mal kurz regenerieren. Gut. Das Schild ist oben. Okay, und mein Schild ist wieder unten. Interessant. Also wirklich, ey, das ist ein bisschen härter hier, finde ich. So, einmal durch. Den wir für eine Feuerbasis abschließen können. Der ist fast weg, der Arbeiterbandit. Und jetzt stellt sich der Schläger auch noch hervor. Ist ja super. Gefällt mir ja richtig toll, ne? Oh, Mist. Dann fliegt auch noch meine Granate irgendwie verquer da rein und die Katastrophe ist perfekt. Oh, super. Und der knallharte Schläger ist weg. Ist so ein kleiner Mini-Boss oder so? Ich merke das nicht richtig. So, und da haben wir auch den nächsten Arbeiter bei mir. Es ist ja wirklich... Also, mir gefällt der Style ja richtig gut, aber es ist zuweilen wirklich recht schwer. Ich kann wirklich sagen, wenn ich jetzt hier nicht von Level 15, ich glaube, ich würde hier sehr weit runtergehen. Also wirklich fies. So, mal gucken, was der heftige Schläger uns hier alles gesehen hat. Ah, das ist Munition, die wir nicht brauchen. Hier noch ein bisschen Geld. Hier ist noch eine richtig schön schlechte Waffe. Wenig zu plündern, das überrascht mich. Wir sind in einer verdammten Banditenbasis. Aha, aha, wie müssen wir... Ach so, wir müssen uns jetzt einmal außen rum kämpfen und dürfen uns nachher abkürzen. Das ist ja nett. Gut, da sind Arbeiterbanditen. Greifen wir an. Es gab auch den Tipp, dass man einen so mit 5% leben lässt, falls man dann in Bredouille kommt mit den HP, also sich wieder hochkämpfen muss, dass man dann sehr schnell einfach mal jemanden abschießen kann. Das versuche ich, aber es ist recht schwer, weil, wie gesagt, man erschießt hier einfach alles. Einmal wild rum und dann hofft man, dass man was erwischt. Dem schießen wir zum Beispiel ganz kräftig auf die Füße. Das ist genauso schlimm wie beim Tanzen, wenn man wem auf die Füße tritt. Hier schießen wir auf die Füße. Das ist alles sehr unschön. Aber es ist wirklich eine harte Gegend hier. Auch nicht mehr viel Munition für die Rifle. Kriegt man ja auch so wenig. So, der brennt ab. Gut. Diese Rifle hat übrigens erhöhten Feuerschaden. Ist super, super geil. Oh, oh, oh. Oh, oh. Zurückschießen. Ich will zurückschießen. Ich höre, glaube ich, einen Claptrap. Und ja, noch was, was ich gelesen habe. Es gibt hier Claptraps und man hat hier ein ja sehr begrenztes Inventar. Und indem man diese Claptraps rettet und findet und repariert, kann man das Inventar erhöhen. Und da ist nämlich einer. Da liegt er, genau. Mal eben gucken hier. Nehmen alles mit. Genau, ein bisschen Combat Rifle Munition kann ich sehr gut benutzen. Hier sind auch ein paar Schränke, die zum Teil leer sind. Wirklich unschön. Den nehmen wir mit. Hier ist ein Schrank. Und jetzt muss ich gleich nochmal rausfinden, wie ich dahinter komme. Und dann können wir Claptrap retten. Okay, der war kein Problem. Und hinterlässt uns Munition. Wunderbar. Hier ist ein Speicherpunkt, auch sehr geil. Ah ja, hier ist das kleine Crab-Trap. Ja, ist wirklich ein Crab-Trap. So. Aber da kommen wir, denke ich mal, auf den Rückweg hin. So, der hat nicht mehr viel Gesundheit. Der ist gleich weg, der brennt nieder. Ach, verdammt. So, wir gehen mal auf die SMG. Miniaturschütze, ein bisschen... ärgern. Wow, der hat eine Shotgun. Unschön. So, der eine ist weg. Und der nächste kommt zugleich. Jawohl. Ihr seht, die Kugeln fliegen so im merkwürdigen Muster. Weiß ich nicht, was das soll, aber die Waffe ist trotzdem extrem effektiv. Insofern sei es ihr verziehen. Es sei ihr vergeben. Das merkwürdige Muster der Schussfrequenz. So, gehen wir weiter. Gehen wir weiter, immer weiter gehen. Hier gibt es nichts zu... Was ist so? Ist das ein Penis? They got me. Hm. Naja. Schon... Oh. Mal eben nachladen hier.
Übrigens, ich habe auch gelesen, dass Waffen verschiedene Hersteller haben. Das kann ich sehr geil finden. Und meine beiden besten Waffen sind jetzt Dahl-Waffen. Zum Beispiel andere Waffen, andere Hersteller benutzen andere Materialien und andere Sachen für ihre Waffen, was die teurer oder widerstandsfähig oder leichter macht, was die schneller nachzuladen macht und so. Also ganz viele kleine Details in diesem Spiel, die mir so noch gar nicht aufgefallen sind. Die kommen erst so, wenn man sich ein bisschen mehr mit dem Spiel befasst. Finde ich aber sehr geil, wenn ich das dahinter treffe. Ja, das hast du. Oh, das hast du nicht gedacht, ne? Ja, Freundchen, so läuft das hier nämlich. Noch ein bisschen Munition. Alles schön plündern hier. Nichts verkommen lassen. Und da ist die Claptrap. Claptrap, Rettung, Safehouse, da hast du einen Defekt. Das heißt, vielleicht findest du ein Reparaturkit in der Nähe, ich denke. So, was gibt's hier? Das sind ja nur super scheiß Arschlochwaffen. Tut mir leid, wenn ich das so sage, aber die sind kacke. So, jetzt brauchen wir ein Reparaturkit. Haben wir das direkt aktiv geschaltet? Ja. Dann laufen wir nochmal zurück. Claptrap möchte ich ja nur retten, ne? Den süßen kleinen Roboter. Den findet ihr doch auch, Dolly. So. Hier hochlaufen. Wie komme ich denn da hin? Bin ich denn da eben hingekommen? Naja, gehen wir einfach mal zurück. Gucken wir mal, wie und überhaupt und warum. So, ich glaube hier, oder? Ja, genau, hier in der Nähe. Hier so, in der Nähe. In der Nähe. Oh, da ist noch ein Spind. Mit Geld. Toll. Und hier? Nee, das brutzelt nur komisch. Oh, ich und Sachen finden in diesem Spiel, ey. So nervig. Wahrscheinlich werdet ihr euch schon alle gegen die Stirn schlagen. Und oh Gott, Mike. Das liegt da direkt neben, du Idiot. Ich würde aber gerne das Reparaturkit finden, um ehrlich zu sein, weil... Oh. So. Weil ich den Claptrap gerne reparieren würde, weil... das zu erhöhten Inventarplatz führt. Wechsel mal eben die Waffe, dass wir ein bisschen Abwechslung haben, ne? So. Hier irgendwo, nee. Da irgendwo, über den Wart. Ah, hier sieht gut aus. So. Hier vielleicht irgendwo? Ich würde das Ding nicht so jammern, ne? Dann hätte ich auch eine ganz andere Motivation, da jetzt mal loszugehen und dem Kit zu besorgen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Hm. Soll ja hier irgendwo sein. Hier, so, ziemlich genau. Hm. Ach, da. Schieß auf. So, alles klar. Wir haben das Reparaturkit, jetzt reparieren wir nochmal eben Claptrap und dann geht's los. Es war wirklich gut versteckt, muss ich wirklich sagen. Wäre ich nicht so ein cleverer Bursche, hätte das mich durchaus ausgetrickst. So, Claptrap, hier. Und abgeliefert. Speicherdeck-Upgrade. Klasse. Geh mal auf. So. Und der hilft uns jetzt? Hm. Gut. Aber ich denke mal, das war's für diesen Part von Let's Play Borderlands. Danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet großen Spaß. Und ja, wir sehen uns nächstes Mal. Ciao, Leute.